Hallo, hier ist wieder Silvana von der Bergischen Stempelhütte. Heute möchte ich euch gerne mal zeigen, wie ich diesen Flaschenanhänger gebastelt habe. Und ja, ich war im Supermarkt und habe diese Flasche Eierlikör gefunden, die goldene Henne mit den zwei beschwipsten Hühnern drauf. Und da habe ich gedacht, ich muss die unbedingt kaufen und dann nochmal das Stempelset, das Gelbe vom Ei benutzen, obwohl Ostern jetzt für mich fast abgehakt ist, so basteltechnisch, aber das musste jetzt nochmal sein. Vielleicht kommt auch noch eins, aber ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Und ja, das ist der Anhänger für die Flasche und der ist relativ schnell gebastelt, der braucht ihr auch nicht viel. Und ich zeige euch jetzt mal eben, wie man den macht. Viel Spaß! So, dann legen wir los. Und zwar brauchen wir als erstes ein Stück Farbkarton in Farngrün. Und zwar ist es ein Maß von 22,5 mal 11,5 cm. Das habe ich gefalzt auf der langen Seite bei 5 cm, bei 7 und bei 17 cm. Weil das 17 auf dem Falz- und Schneidebrett von Stamping Up ein bisschen schwierig ist, drehe ich mir das dann eher um und falze es bei 5,5 cm. Wenn ihr dran denkt, dann falzt die 5,5 cm Linie in eine andere Richtung. Also nicht in die Richtung, in der ihr die 5 und die 7 cm, die 17 bzw. 5,5 cm Linie, da dreht ihr euch das einmal um und falzt es in die andere Richtung, weil es entgegengesetzt geknickt werden soll. Hier oben kommt das Loch rein für den Flaschenhals und das wird ja in die andere Richtung gefaltet. So, auf der kurzen Seite ist es bei beiden Seiten gefalzt bei 1 und 3 Zentimetern jeweils. Okay, dann falze ich mir das einmal nach. So, da ist es. Ich habe es jetzt vergessen, in die andere Richtung zu falzen, aber ich falze das jetzt einfach mal andersrum. Die anderen falte ich wieder alle ganz normal. So, jetzt müssen wir schneiden. Und zwar zeichne euch das mal kurz an. Und zwar kommt das und das hier und das und das. Das schneiden wir komplett weg. Was habe ich denn da hängen? Magneten. Ein relativ langer Schnitt. Da muss man gucken, dass man gerade bleibt. Ansonsten kann man das auch mit dem Schneidebrett natürlich machen. Und auf der Seite auch. So, das kommt schon mal ganz weg. Hier schneide ich es einfach nur ein bis zu der Linie hier. Und hier auch. Dann wird das hier eine Klebelinie, also eine Klebefalz. Deshalb schneide ich mir da schräg. Und das hier wird auch eine Klebefläche, die brauche ich aber auf keinen Fall so groß. Da schneide ich mir so viel ungefähr weg und schräg das aber etwas massiver an, weil ich da gleich auf keinen Fall irgendwas im Weg haben möchte. Im Ernstfall kann ich mir die noch mal ein Stückchen an den Seiten stutzen, sodass die mir wirklich nicht im Weg ist. Die ist nur dafür da, dass es hinten, dass diese hier,
dass es hier, dass hier kein Loch drin ist. Sonst würde ich die komplett wegschneiden. Aber dann ist da meistens so ein Schlitz drin. Das möchte ich verhindern. Und deshalb lasse ich das Stück dran. Da reicht es mir aber wirklich, wenn ich mir die so gut zurechtschneide, das reicht immer noch. So. Na, komm. Ich klebe das mit Tombow, da lege ich mir lieber was drunter. Ach Quatsch, ich klebe noch gar nichts. Und zwar muss ich mir das Loch hier noch rein stanzen. Und zwar habe ich da die Flasche genommen und geguckt mit den Formen lageweise, mit dem Frameless lageweise Kreise, habe ich mir die einfach genommen und hier drüber geschoben und geguckt, welches passt. Und hier war das zweitkleinste. Das habe ich irgendwo hingelegt. So, da ist es. Und zwar gucke ich, warum. Hier lege ich mir das mittig drauf und klebe das mit einem Stückchen Washi-Tape fest, dass das ungefähr mittig ausgestanzt wird. Einmal hier und einmal hier. Das mache ich mal eben. So, jetzt habe ich mir das Loch hier in der Mitte ausgestanzt. Jetzt runde ich mir hier noch die Ecken ab. Und jetzt falte ich das hier einmal um, so wie es hinterher wird, und runde mir hier auch die Ecken ab. Damit es hinterher so aussieht. Gut, jetzt klebe ich es zusammen. Und zwar streiche ich alle Klebeflächen hier auf einmal. Und nehme hier eine Seite und setze hier zuerst die kleine an, drücke das ein bisschen fest und dann kommt die große dran. Auf der anderen Seite das gleiche. Erst die kleine und die große muss ich dann gleichzeitig schon so ein bisschen hier hinter schieben. So. Drücke ich mir das am Ende noch ein bisschen zurecht. Gut, jetzt kommt das, was ich mir hier hinterher reinklebe. Und zwar runde ich da auch erstmal die Ecken ab. Und dann bestempel ich mir das mit dem Timeless Textures. Und zwar mit diesem Stempel. Das ist übrigens Sahara-Sand. Ja, und die Maße könnte ich euch auch mal verraten. Wäre nicht schlecht, ne? Das ist 5,1 mal 9,7 und auf einer Seite runde ich mir, wie gesagt, die Ecken ab und das stempel ich Ton in Ton. Und zwar fange ich oben an und lasse dann beim Stempeln immer so eine kleine Lücke zwischen den Streifen. Na, die ist jetzt ein bisschen groß, weil ich da von oben schlecht gerade drauf gucken kann. So, das muss nicht 100% akkurat sein. Das ist so vollkommen in Ordnung. Dann nehme ich mir einen Schwamm und wische einmal am Rand.
Und dann klebe ich mir das auch mit Hombo da rein. Ihr nehmt den Anhänger, legt den vor euch und geht einmal bis zum Anschlag hinten durch und richtet es dann rechts und links aus, sodass es mittig ist. Und dann, da die Schachtel ja nicht so weit reingeht, kann man da mit dem Finger gut rein und das schön andrücken. Okay, jetzt sind wir schon bei der Deko im Prinzip. Dafür habe ich mir mit dem gleichen Framelit, wo ich das Loch hier rausgestanzt habe, habe ich mir einen Kreis ausgestanzt in Saharasand und den etwas, also die eine Nummer größer in Osterglocke. Und hier stempel ich mir einmal das Ei aus das Gelbe vom Ei drauf. Und zwar in Espresso. Einfach in die Mitte. Und das klebe ich mit, mal kurz trocknen lassen, mit zwei Dimensionals. Das klebe ich nicht mit zwei Dimensionals, die kommen doch erst gleich. Das klebe ich mit. Womit klebe ich das denn? Ach komm. Mit Hombo. Jetzt klebt es auf mein Parkett. Nee, das war die richtige Seite. Ausnahmsweise mal mit der richtigen Seite aufgekommen. So, einfach hier mittig. Drauf. Und jetzt kommen die Dimensionals. Und zwar, habe ich das denn jetzt hingekriegt? Ja. Nehme ich mir zwei Stück. Aber vorher habe ich ein Stück Espresso Farbkarton in dem Maß 4,8 x 5,3 in die Prägeform mit der Holzstruktur gelegt und das durch die Big Shot gekurbelt. Und das klebe ich jetzt als erstes mal hier vorne auf. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr die weniger stark geprägte oder die stärker geprägte Seite benutzen wollt. Ich möchte die weniger stark geprägte Seite vorne haben. Deshalb trage ich hier den Kleber auf. Ich habe es falsch rum geprägt. Ich hätte die Streifen lieber, ich muss es jetzt so kleben. Ich hätte die Streifen lieber hochkant gehabt, aber ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Da müsst ihr drauf achten, wenn euch das wichtig ist. Ansonsten ist es auch nicht so schlimm. So, das kleben wir hier auch mittig drauf. So. Und dann kommt das Ei vorne drauf. Und ich nehme mir ein Stück. Ich bin heute sehr gut organisiert, merkt ihr es? Ich hatte es gerade noch. Ach, da ist es. Oh Gott. Ein Stück Savanne-Farbkarton und eigentlich den Spruch, oh yes, oh mein Gott, ich muss aber erstmal meinen Stempel reinigen. Das mache ich, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, immer mit Babyfeuchttüchern. Damit werden die wunderbar
sauber. Man muss die dann entweder abtrocknen oder trocknen lassen, weil die Babyfeuchttücher sind immer so ein bisschen nasser. Aber es riecht gut. So. Dann nehme ich mir auch aus dem das Gelbe vom Ei, nehme ich mir auch den Spruch, du bist das Gelbe vom Ei. Ich finde, das passt immer gut, wenn da so eine Eiersache im Spiel ist. Und da das jetzt zu Ostern sein soll, passt das natürlich. Das stempel ich mir auch in Espresso. Einmal auf das Stück. Ich brauche rechts noch ein Stück und links noch ein Stück. Also mittig und dann schneide ich mir das aus. Muss nicht sein, das reicht. Ich schneide mir das schmaler. Das könnt ihr auch wieder mit dem Schneidebrett machen oder vielleicht habt ihr auch eine passende Stanze dazu. Ich schneide das einfach von Hand und ich finde das ist auch nicht schlimm, wenn das mal nicht ganz so gerade ist, obwohl es meistens ganz gut gelingt. Das soll ja auch selbstgemacht aussehen. Dann nehme ich mir meine ein 1/2 Inch Kreisstanze. Das mache ich zwischendurch mal ganz gerne. Da kann man sich hier so einen schönen. Ich zeige euch das jetzt. So sieht das dann aus, obwohl ich glaube, ich mache es noch ein bisschen kleiner. So. Finde ich ganz hübsch. Und hier hinten mache ich mir auch wieder. Ich würde jetzt eigentlich den Snail nehmen, nur den habe ich irgendwie irgendwo hingelegt und weiß nicht mehr wohin. Naja, der wird schon wieder auftauchen. So, das klebe ich einfach von hier unten. Das hätte jetzt auch noch ein Stückchen kürzer sein können, aber ich lasse es jetzt. Klebe das von hier unten drunter, drückt das mit dem Falzbein noch ein bisschen fest. Und dann ist der Anhänger eigentlich schon fertig. Jetzt kommt noch das Entleben und zwar nehme ich dafür die Zellophantüten von Stamping Up. Das sind die mit den 5,1 x 20,3 cm. Da sind 50 Stück in der Tüte. Da kommt ihr also ganz schön weit mit. Und dann habe ich Kükenschokolade gekauft. In so einer Plastikdose. Die gibt es in ähnlicher Form fast überall. Wenn das nicht solche Küken sind, gibt es ähnliche. Also irgendwie, die habe ich jetzt gekauft bei Rewe. Dann nehme ich mir 4 Stück und fülle die hier rein. Guck, dass die alle in eine Richtung liegen. Also nicht Kopf nach oben oder nach unten, ist mir wurscht, aber dass die alle nach zu mir hingucken. Die ein bisschen ausrichten. Leg dich hin. Das möchte nicht liegen. Aufhüpfiges Küken. Na komm. So. Dann nehme ich Band. Da ist es. Und zwar ist das aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog in Blutrot und Flüsterweiß in einer Tüte und dann nehme ich mir Flüsterweiß, bind das einmal zu, lasse es mir so lang, dass ich da eine Schleife dran machen kann. Noch einmal. Ja. Muss jetzt reichen. Und dann kürze ich mir die Tüte so lang, wie ich sie haben möchte. Hänge mir den Anhänger
den falze ich mir noch einmal kurz nach, damit die Falze ein bisschen straffer ist. Hänge mir den auf die Flasche und pack die Küken rein. Und das war's schon. So habt ihr einen schönen, ein schönes Mitbringsel, wenn ihr zum Beispiel zum Osterbrunch irgendwo eingeladen seid. Finde ich das ganz niedlich mit den. Man kann das natürlich auch an alle anderen Flaschen hängen. Muss ja kein Eierlikör sein, aber ich finde, Eierlikör passt natürlich am allerbesten zu Ostern. Ja, das war's dann eigentlich. Ich hoffe, das gefällt euch und ihr habt Spaß beim Zuschauen gehabt und habt hoffentlich noch viel mehr Spaß beim Nachbasteln. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Alle Materialien, die ihr hier gesehen habt, könnt ihr natürlich sehr gerne bei mir bestellen. Ich freue mich aber auch sonst über jeden Kommentar. Alle Maße und Materialangaben in der Homepage, die ich euch in der Infobox verlinke. Und das war's. Tschüss!